Messerattacke auf einen Arzt im SMZ. Was ist denn genau passiert? Was genau passiert ist, ist noch etwas zu früh zu sagen. Was wir von Zeugenaussagen wissen, ist, dass ein Mann, der unser Tatverdächtiger, im sehr vollen Warteraum dieser Herzambulanz gewartet hat, ganz ruhig verhalten hat, bis dass sein Opfer, ein 64-jähriger Arzt, diesen Warteraum betreten hat. Dann hat er den Arzt mit einem Messer attackiert und sehr schwer verletzt und dann hat er sich wieder hingesetzt und auf die Polizei gewartet. Kann man bereits laut ersten Erkenntnissen sagen, dass es zum Beispiel eine Beziehung zwischen dem Arzt und dem Mann gibt, dem mutmaßlichen Täter? Hatten Sie vielleicht ein Gespräch vereinbart oder was könnte denn da dahinter stecken? Natürlich ist noch, nachdem es erst 2 Stunden her ist, ist es etwas zu früh, hier Spekulationen anzusetzen. Allerdings aufgrund der Tathandlung, nämlich des gezielten Angriffes auf eine einzelne Person und auf sonst niemanden, obwohl sehr viele Personen da anwesend waren, kann man durchaus davon ausgehen, dass es hier irgendeine Art von Bekanntheit, von Bekanntschaft gegeben hat zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer. Wie geht es denn dem Arzt? Der Arzt ist im Bauchbereich schwer verletzt worden durch einen einzelnen Stich. Er ist vor Ort im Krankenhaus notfalloperiert worden, notfallmedizinisch behandelt worden und dürfte sich jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Wo befindet sich derzeit der mutmaßliche Täter? Hat man von ihm schon etwas einvernehmen können? Der Täter ist sofort festgenommen worden von einschreitenden Beamten. Er hat sich hierbei widerstandslos festnehmen lassen. Er hat ja auf das Einschreiten der Polizei gewartet. Im Warteraum, er hat sich also direkt nach der Tat wieder hingesetzt und hat ruhig gewartet, bis die Polizei gekommen ist. Er ist natürlich festgenommen worden, wartet jetzt auf die Vernehmung durch das LKA Wien, die ja hier die Ermittlungen übernommen hat. Und dann erhoffen wir uns natürlich weitere Erkenntnisse zu den Hintergründen bezüglich dem Tatverdächtigen. Es dürfte sich hier, das ist noch nicht gesichert, aber es dürfte sich um einen 33-jährigen Mann aus Sierra Leone handeln.